Hi und willkommen zur Videotour durch macOS 10. Heute zeige ich euch das Backup-System von Mac. Das Ganze nennt sich Time Machine und ist meiner Ansicht nach wirklich ein ganz tolles und vor allem einfaches und für den Benutzer relativ im Hintergrund laufendes System zum Backuppen von sämtlichen Dateien bzw. auch E-Mails, Einstellungen und Programmen, allem drum und dran. In Systemeinstellungen unter Time Machine findet sich, was Time Machine wirklich sichert und behält. Stündliche Backups für die letzten 24 Stunden. Das heißt, alle Stunde, sofern das Backup-Volume angeschlossen ist, wird ein Backup gemacht. Tägliche Backups für den letzten Monat. Das heißt, ich kann täglich auf ein Backup zurückgreifen. Beispielsweise habe ich vor 10 Tagen jetzt noch eine Mail gehabt oder eine Datei, die ich jetzt nicht mehr finde, kann ich natürlich durch meine täglichen Backups finden. Und wenn ich jetzt in den letzten 24 Stunden beispielsweise aus Versehen eine Mail gelöscht habe, dann wurde ja jede Stunde ein Backup gemacht. Das heißt, ich kann stundenweise dann zurückgehen und sagen, okay, ich möchte jetzt von gestern 11 Uhr noch was, dass die Mail wieder haben. Und wöchentliche Backups für die vorherigen Monate. Das heißt, wir haben jetzt Oktober. Wenn ich jetzt in den August rein möchte, dann habe ich da ein wöchentliches Backup von der Kalenderwoche XY beispielsweise. Das Ganze natürlich nur so lang, bis das Backup-Volume voll ist. Dann werden die ältesten Backups gelöscht. Man muss sich darum überhaupt nichts kümmern. Time Machine macht das völlig automatisch und es gibt da auch überhaupt nichts, was man groß machen müsste. Wenn das Backup-Volume nicht verbunden ist, dann läuft das nächste Backup, steht hier dann, sobald Backup-Volume verbunden ist. Das heißt, man muss auch nicht unbedingt immer das Volume anhängen. Als Backup-Volumes kommen in Frage USB-Festplatten, was ich jetzt hier angeschlossen habe, oder auch interne Festplatten, was natürlich bei einem MacBook oder MacBook Pro nicht unbedingt der Fall ist. Da ist ja meistens nur eine Festplatte drin. Es gibt auch die Option, das Laufwerk auszubauen, das DVD-Laufwerk und da eine zweite Festplatte. Aber davon gehen wir jetzt mal nicht aus. Auf eine andere Partition oder auf Time Capsule. Das ist von Apple so eine Basisstation, eine AirPod Extreme mit eingebauter Festplatte. Die gibt es in 1 und 2 Terabyte, meiner Ansicht nach aber verhältnismäßig teuer. Ich glaube, um die 200 noch was Euro kostet die 1 Terabyte und die 2 Terabyte um die 449, so wie ich das neulich gesehen habe. Ja, und natürlich, was noch möglich ist, auf Linux-Systemen. Wenn man jetzt so einen kleinen Linux-Server hat, dann kann man darauf auch Backups machen. Wichtig ist nur, dass man da in dem Protokoll ein bisschen was einstellt. Das heißt, in dem Apple Talk-Protokoll von Linux muss ein bisschen was modifiziert werden, damit Time Machine das auch wirklich akzeptiert. Ja, normalerweise ist Time Machine ausgeschaltet. Mit dem Regler hier schaltet man Time Machine einmal an und dann fragt er auch schon, welches Volume genutzt werden soll. Er schlägt hier alle Volumes vor oder man klickt hier auf Time Capsule konfigurieren. Ich habe mir dann meine USB-Festplatte genommen und habe für Backup verwenden gesagt. Und dann fängt er auch, ich glaube in 120 Sekunden zählt er dann runter und fängt dann mit dem ersten Backup an. Und der Leopard hat das ein bisschen länger gedauert und der Snow Leopard geht das relativ fix, je nachdem wie viel Daten man hat. Unter Optionen kann man noch einstellen, was nicht gesichert werden soll. Das ist in meinem Fall jetzt natürlich die Time Machine. Das Backup Volume selber wäre ja Quatsch, das zu sichern. Ich kann hier auch noch Ordner angeben, welche nicht gesichert werden sollen, ganze Platten, welche nicht gesichert werden sollen und so weiter. Ja, unsichtbare Objekte einblenden, klar. Doch wofür ist das Ganze gut? Ich sag mal so, ich habe es schon gebraucht und zwar habe ich in meinem MacBook die Standardfestplatte, 160 GB hatte die damals, in eine 500 GB Platte ausgetauscht. Ich habe dann eins gemacht, ich habe die Original DVD eingelegt, habe das Betriebssystem installiert und dann habe ich meinen kompletten Mac mit dem Time Machine Backup wiederhergestellt.
Er hat dann auch, im Gegensatz zu Windows, da funktioniert das nicht so gut, wirklich alle Programme und Einstellungen, die ich so hatte, mit wiedergeholt. Und es war alles so, wie ich den vorher unter der 160 GB Festplatte hatte. Das heißt, ich musste dann auch nichts mehr einstellen. Es war wirklich alles da, alle Einstellungen. Nur die Microsoft Office, die hatte etwas gezickt, da musste ich den Key nochmal eingeben. Der Rest hat aber wunderbar funktioniert. So, was kann ich von Time Machine wiederholen? Ich mache das jetzt mal eben zu. Um Time Machine zu starten, geht man einfach in die Programme, weiter runter und sagt Time Machine. Dann geht so ein super Weltraumfenster auf, sieht relativ stylisch aus, ist aber sehr, sehr einfach gehalten. Ich habe rechts hier die Leiste, wo ich zurückgehen kann, in den September. Das sind meine, wir haben jetzt Oktober, wöchentlichen Backups. Hier mein Oktober, gestern und heute. Wenn ich jetzt mal auf Mittwoch, den 7. Oktober zurückgehe, sehe ich hier meine Dateien, die am 7. Oktober da waren. Ich könnte auch hier jetzt Tag für Tag zurückgehen, beziehungsweise nicht Tag für Tag, sondern Backup für Backup. Wir sind jetzt bei Freitag, dem 2. Oktober, 15.54 Uhr und so weiter und so fort. Ich sage jetzt mal abbrechen. Und lösche wirklich jetzt mal eine Datei hier komplett raus. Ich leere auch den Papierkorb und starte jetzt mein Time Machine. Ich weiß die Datei, wann war sie da? Gestern war sie noch da, beziehungsweise heute 12.08 Uhr war mein letztes Backup. Klicke auf die Datei und sage wiederherstellen. Zack, das war's auch schon. Und hier ist meine Datei wieder da. Das gleiche übrigens gilt auch für E-Mails. Ich bin jetzt mal hier in meinen Mails drin, gehe wieder in Time Machine. Er fragt jetzt mal, ob er das Ganze darf. Ich sage ja, du darfst. Das ist so ein Sicherheitsfeature von Mac. Gut, ich kann meine Werbung jetzt nicht wiederherstellen. Klicken Sie auf Wiederherstellen, um Eingang für jeden Ihrer Accounts wiederherzustellen. Ich habe hier mehrere Postfächer, die ich wiederherstellen kann. Ich könnte auch einzelne Mails hier von 2003 wiederherstellen und natürlich hier das Gleiche mit der Leiste wieder zurück und so weiter und so fort. Das heißt, es funktioniert auch bei E-Mails und nicht nur bei Dateien. Wie gesagt, auch für Programme. Dann gehe ich hier in den Finder, sage Programme, starte mein Time Machine und könnte jetzt sogar, wenn ich zurückgehe, einzelne Programme wiederherstellen. So, jetzt sucht er hier ein bisschen auf meiner Time Machine Festplatte und das sind meine Programme gestern 15.08 Uhr gewesen. Gehen wir mal auf den 24. September, spaßhalber. So, das sind meine Programme am 24. September gewesen. Und ich könnte jetzt sagen, okay, stell mir mein Aperture wieder her, stell mir mein Photoshop wieder her oder mein P-Touch Editor oder den Microsoft Messenger, wie auch immer. Eine ganz einfache Sache, sehr einfach in den Systemeinstellungen zu konfigurieren und man braucht sich nicht drum kümmern, weil es läuft im Prinzip völlig automatisch ab. Hier in der Menüleiste habe ich ein Symbol dafür, könnte auch Backup jetzt erstellen sagen, aber ist eigentlich überhaupt nicht nötig, weil er, wenn das Backup-Volume verbunden ist, sowieso jede Stunde ein Backup macht. Das war's auch schon. Bis zum nächsten Mal. Ciao.